Hallo, mein Name ist Nadine Weiner, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. In meinem heutigen Video möchte ich euch mein Swap für die Bremienreise vorstellen. Das ist dieses kleine Mini-Album. Und das Mini-Album habe ich gemacht mit Hilfe der Stanze gewellter Anhänger. Für so ein Album braucht ihr als allererstes mal ein Stück Farbkarton in der Größe 2x11 Inch. Die Maße für dieses Stück habe ich in Inch gewählt, weil es nachher beim Stanzen einfacher ist. Die Mulde hier in der Stanze drin hat nämlich eine Größe von genau 2 Inch. Und daher arbeiten wir mit Inch, das ist einfacher. So, ihr braucht dann als nächstes das Simply Scored oder ein anderes Falzbrett, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Ich habe mir hier schon bei 4 und bei 7 Inch eine Markierung gesetzt. Das macht es dann für mich einfacher. Mit meinem Falzstift, nachdem ich das Papier links oben bündig in die Ecke gelegt habe, falze ich dann bei 4 Inch und bei 7 Inch und zwischendrin immer bei jedem halben Inch. So. Und das ist, was ihr an Falzen tun müsst, auch schon alles. Dann könnt ihr das Brett wieder weglegen. Als nächstes nehmt ihr die Stanze und stanzt beide Seiten so. So, das ist jetzt eigentlich schon die Hauptarbeit gewesen für den Umschlag. Und zwar braucht ihr jetzt nur noch hier die ganzen Falzlinien nochmal nachzufalzen. Also ich knicke das dann einfach um. Ich habe das heute schon 27 Mal gemacht. Daher habe ich jetzt Übung. So, dann das ganz einfach nochmal mit dem Falzbein nachfalzen. Und dann habt ihr den Grundbau für euer Album schon fertig. In dieses Album hinein kommen 4 Einlegeblätter. Die Einlegeblätter haben alle eine Größe von 4,5 mal 16 cm. Ihr merkt schon, hier bin ich wieder in die Zentimeter gegangen, weil damit fühle ich mich einfach wohler. Das Papier, diese 4 Streifen, die ihr in dem Format 4,5 mal 16 cm geschnitten habt, werden dann bei 8 cm, also genau in der Mitte, gefalzt. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und die müssen wir jetzt mit doppelseitigem Klebeband versehen, damit wir das in das Album reinkleben können. Dazu macht ihr bei 2 der 4 Einlegeblätter auf beide Seiten einen Klebestreifen. Und auf die anderen beiden macht ihr nur auf eine Seite jeweils einen Klebestreifen. Das ist der eine mit dem Doppelten. Und jetzt machen wir einen mit nur einem Klebestreifen. Immer schön an die gefalzte Kante kleben. So. Und wie ihr das aus Kochsendungen kennt, habe ich da schon mal was vorbereitet. Also ich habe jetzt hier 2 von den Einlegeblättern, die doppelte Klebestreifen haben und 2, die nur einen einfachen Klebestreifen haben. Jetzt nehme ich mir meinen vorgefalzten Umschlag und am besten, am einfachsten nehme ich mir noch eine Pinzette. Wir fangen mit den inneren Einlegeblättern an. Ich ziehe dieses Trägerpapier von dem Selbstklebestreifen ab. Und klebe dann das Einlegeblatt. Ich gucke, dass ich hier vom Abstand her nach links und rechts gleich bin. Und klebe das dann zwischen ja, eines dieser Taschen, die ich da gefalzt habe. So sieht es dann aus. Das gleiche mache ich dann mit dem zweiten Einlegeblatt. So.
Also hier auch wieder gucken, dass ich ungefähr links und rechts gleich bin. So, und dann jetzt noch die, wo ihr nur einen Streifen gemacht habt. Die, wo, oh mein Gott, verzeiht mir meine wunderbaren Gott, Deutschaussetzer. Okay, hier habt ihr nur einen Klebestreifen, das ist der, der dann nach innen zeigen muss, sodass ihr hier, wenn ihr aufklappt, dann nachher hier schön komplett aufklappen könnt, weil da nichts festklebt. So, und jetzt noch der letzte. So. Und jetzt habe ich mein Album fertig. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann es in diversen Arten verzieren. Ich habe bei meinen Swaps hier noch ein Stanzteil drum gelegt, dass das hier nicht so auseinander, wie so eine Ziehharmonika auseinander geht. Das ist aber Geschmackssache, also je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Und hier vorne liegen ja meine, dieses Loch von der Anhängerstanze liegt ja übereinander. Und dann kann ich wunderbar hier ein Stück Geschenkschleife durchziehen. So. Und dann hier mein Album zubinden. Schauen wir mal, dass das Zickzackmuster auch rauskommt. Na. Sudle. Also. Noch schön schneiden. Ja, ich kann jetzt noch Blümchen ausstanzen, draufkleben oder ihr könnt es auch bestempeln. Dann würde ich euch empfehlen, das vorher, bevor ihr es falzt und stanzt, zu machen. Und ja, fertig ist das kleine Mini-Album. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr habt alles verstehen können, was ich so von mir gegeben habe. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.